DEL-Hauptrunde. Und damit nach Tyson Spinks selbstverständlich. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf dieses insgesamt vierte Aufeinandertreffen. Kommt von Austin Ortega. Und Wolfsburg kontert mit Machacek. Müller mit dabei. Müller und Niederberger. Matthias Niederberger. Und der Schuss von Müller ist sicherlich auch nicht schlecht, aber der Pass wird erstmal weggenommen. Elitz. Jonathan Blum. Und Elitz und ihre Riesenchance. Und wieder stark kombiniert. Oder so, verliert die Scheibe. Und dann wird es ein 2 auf 1 für München mit Ben Street und Außennetz. Schießt München deutlich mehr vorne, als was sie hinten kassieren. So, und jetzt der Konter der Grizzlies mit der Chance und dem Tor. Justin Faeser eröffnet das 1-0 für Wolfsburg. Für den 31-Jährigen. Weil Street hier liegen lässt und wenn man den Münchnern in dieser Saison was ankreiden muss, dann ist es ihre Konteranfälligkeit. Matthias Niederberger weit aus dem Tor raus und dann öffnet Faeser mit seiner Bewegung die Fanganseite. So, 2 auf 1. Faeser. Parks, der Einzige, der noch da ist. Ein Tor! Und wieder ist es ein Konter. Ryan O'Connor. Aber da müssten sie das Bulli klar gewinnen und das machen sie nicht. Wolfsburg kriegt die Scheibe raus und damit ist es vorbei. Nach 60 Minuten. Wolfsburg gewinnt. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.